Und jetzt darf ich den Georg auf die Bühne bitten. Der Georg wird den letzten Vortrag in dieser Gebetskreiskonferenz halten. Ich glaube, ich brauche ihn gar nicht so groß vorstellen. Jetzt warte ich nur, bis er noch auf die Bühne kommt. Georg ist Gründer der Loretta-Gemeinschaft. Gebe ich dir rein. Und was ich so schätze am Georg, dass er dieses Feuer in seinem Herzen, dieses Feuer für Jesus über diese ganzen Jahre nicht nur aufrechterhält, sondern so wie ich dich kenne, Georg, oder so wie ich dir begegne, es wird einfach immer mehr. Und das ist wunderschön zu sehen, da bist du ein großes Vorbild für mich, ich glaube auch für viele andere. Ich freue mich jetzt schon sehr auf deinen Vortrag und wir beten noch für dich, wenn das in Ordnung ist. Heiliger Geist, wir möchten dich jetzt bitten, dass du kommst. Du bist uns verheißen als der Beistand. Du bist uns verheißen als der Geist des Friedens, der Einheit, der Klarheit auch ist, der Geist der Sendung auch ist. Herr, ich möchte dich bitten, dass du, Heiliger Geist, dass du jetzt wirklich auf den Georg herabkommst, dass du durch ihn sprichst. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen bereitest, dass wir wirklich bereit sind, das einfach auch zu hören oder das in unser Herz einzulassen, was der Georg heute genau für dich spricht. Das bitte ich in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Danke sehr. Danke, Berner. Danke, Chrissy. Passt perfekt. Es ist eine große Freude für mich, dass ich diesen letzten Preach, diesen dritten Impuls halten darf. Für alle von euch, die in der Verkündigung sind, es ist immer am schönsten, ganz am Schluss sprechen zu dürfen. Da sind meistens die Herzen schon offen und dann freut man sich schon auf zu Hause und sagt, das nimmt man aber noch mit, das Letzte. Am schwierigsten haben es immer die Ersten. Ich sage immer zu Pfingsten in Salzburg unseren Musical-Leuten, ihr habt es am allerschwierigsten. Ihr steht ganz am Anfang. Ihr müsst da mit den paar Tausend, die kommen, sozusagen die Erstumackerung des Feldes machen. Dann am letzten Tag diese Sendungsbridges, die sind oft was ganz ganz Schönes. Der Christian hat vorher schon darauf hingewiesen, unsere Gebetskreiskonferenz hat drei große Schlagworte, die da lauten: ermutigen, befähigen und freisetzen. Und wenn ihr zurückschaut auf die letzten 24, 25, 26 Stunden, war hoffentlich für euch, danke Maxi, viel Ermutigung dabei, auch einiges an Befähigung dabei. Und wir kommen jetzt in den Part des Freisetzens. Ich habe heute früh beim Frühstück ein WhatsApp bekommen, ich bekomme viele WhatsApps, ich habe ein WhatsApp bekommen von einem sehr lieben Freund, der jetzt auf Livestream dabei ist, den ich sehr schätze, ein starker Mann des Herrn, wohnt in den Salzburger Bergen, ganz hinten oben in der letzten Mulde, und der hat mir geschrieben: lieber Georg, alles Gute, come on, preach it, freue mich schon sehr auf das, was du verkündigen wirst. Wisst ihr, für alle, die in der Verkündigung stehen, von den Priestern angefangen, auch über Laien, das wisst ihr alle, was ich jetzt sage, aber ich erinnere uns nur und ich erinnere mich auch immer wieder daran, oder es ist eine nüchterne Erkenntnis, die ich oft mache: wir haben nichts Neues zu verkündigen. Wir können uns keine neuen Geschichten ausdenken. Wir können keine neue Lehre zum Besten geben, sondern es ist diese eine grandiose Wahrheit, die wir verkünden dürfen seit 2000 Jahren. Die einen besser und die anderen weniger gut. Die einen vielleicht etwas extrovertierter und die anderen introvertierter. Die einen mit gesalbten Worten und die anderen stotternd. Aber es geht um diese eine herrliche Botschaft, die wir seit 2000 Jahren verkündigen dürfen. Und jeder von uns hat sein Charisma und jeder von uns hat seinen Stil. Muss ich ehrlich gestehen, wenn ich den Maxi höre in der Verkündigung, nicht nur gestern am Vormittag, sondern zum Beispiel auch bei unseren Gemeinschaftstreffen oder intern, dann denke ich mir immer, wow, aus was für Quellen schöpft der Typ. Ich wäre gern auch so weit. Ich weiß, ich bin ein fauler Hund, ich lese nicht und ich bilde mich nicht. Oder wenn ich den Pater Andreas erlebe, wie er predigt und verkündigt, oder die Berner oder den Christian. Und so hat jeder seinen Stil, und ich gebe einfach meine 5 Brote und 2 Fische. Als Georg, einige von euch kennen mich, ich bin eher ein Mann der einfachen Worte, aber Christian, danke auch für deine Begrüßung, aber erstaunlicherweise brennt dieses Feuer in meinem Herzen seit 31 Jahren so lichterloh, und das probiere ich einfach in die Verkündigung auch immer wieder hineinzulegen. Oft stellt man uns die Frage, auch als Loretos in der Verantwortung, in der Leitung, von außerhalb: wie macht ihr das eigentlich?
dass ihr so viel Jugend erreicht in diesen Tagen. Wie geht das? Bei uns ist tote Hose, in unseren Pfarren ist überhaupt nichts mehr, in unseren Diözesen gibt's nichts mehr. Wie macht ihr das, dass ihr so viel Jugend erreicht? Und eine bisschen saloppe Antwort, aber da ist schon was dran, lautet genau dasselbe Inhalt, aber da, wo wir gerne ein bisschen verändern, ist an der Verpackung. Denn wir glauben, dass wir oft diesen grandiosen Inhalt, dieses grandiose Produkt, Entschuldigung, das uns aufgetragen ist, nicht mehr an die Menschen bekommen, weil A, die Verpackung und B, das Marketing so miserabel ist. Also wir müssten uns als Kirche im Reich Gottes ein bisschen Nachhilfestunden holen bei den Kindern dieser Welt, was Verpackung und Marketing betrifft. Ich selber, die mich sehr gut kennen, wissen, dass ich im industriellen Background meiner Familie aus der Verpackungsindustrie komme und ich weiß, und das wisst ihr aber auch, wie entscheidend Verpackung ist. Du musst dich nur selber mal dabei erwischen. Ich habe mich vor einigen Tagen erwischt. Ich wurde beauftragt, von meiner Frau einen guten Rotwein einzukaufen. Ich ging in den Großmarkt, ich werbe nicht, wo ich immer gehe. Ich habe gewusst, Zweigelt haben wir am liebsten. Diese Werbung spreche ich gerne aus. Und dann stand ich vor dieser Rotweinabteilung, die relativ groß war. Und dann stand ich vor dieser Zweigelt-Abteilung. Da waren auch einige Anbieter. Bin kein wirklicher Weinexperte. Und wisst ihr, was sozusagen ausschlaggebend für meine Entscheidung war? Die coolste Etikette. Die coolste Verpackung. Ich kann nicht jede Flasche aufmachen und dort Weinverkostung durchführen. Das geht ja nicht im Großmarkt, ja. Das heißt, ich stehe davor, dann lese ich 2018, 17, 16, das interessiert mich überhaupt nicht. Die kommen alle aus derselben Ecke, Burgenland, Niederösterreich, Steiermark, da habe ich auch nicht wirklich einen Einblick. Also schaue ich mir die coolste Etikette an. Und aufgrund der lässigsten Etikette habe ich dann, ich habe gar nicht lange überlegen müssen, gedacht, wow, das schaut aber cool aus, hingegriffen und diese Flasche ergriffen. Und darum geht's uns auch in der Verkündigung. Das heißt, in einigen Dingen sozusagen ein bisschen nachzuschärfen und wirklich gut zu sein. Wir intern sagen, exzellent sein. Nicht perfekt, was anderes. Exzellent zu sein. Wir wollen exzellent sein. In verschiedensten Bereichen, was den Worship betrifft, was die Verkündigung betrifft, was die Art und Weise betrifft, wie wir unsere Räume gestalten, auch die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Mein Bild von Christen, da wo ich groß geworden bin, war eigentlich immer traurig, sehr alt, bisschen Mundgeruch und vor der Kirche streitend. Das war mein Bild der Christen. Wirklich, aus der Ecke komme ich. Und wenn ihr uns intern ein bisschen erlebt, bei uns wird extrem viel gelacht, bei uns wird extrem viel Blödsinn gemacht. Vielleicht habt ihr euch gedacht, gestern, wie der Maxi da angefangen hat, die armen zwei wollten für ihn beten und er immer cooles Hemd, schicke Hose. Ja, also nicht, dass wir nur Blödsinn machen in unserem Leben, aber die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wisst ihr, das hat alles zu tun mit diesen Dingen noch lang, bevor wir beim Inhalt sind. Das war die Einführung, jetzt geht es los. Bei uns, Lorettos, das habt ihr inzwischen mitbekommen, begann alles mit einem Gebetskreis. Und zwar vor ganz genau 31 Jahren, am 4. Oktober 1987. Und ich hatte die große Ehre, es war ein Glücksfall, dass ich damals dabei sein durfte, ganz am Anfang. Und wenn ich zurückdenke an diesen ersten Abend, also Gott sei Dank bin ich noch relativ klar in der Birne und noch nicht senil oder dement, wenn ich mich zurückerinnere an diesen ersten Abend, und ich erinnere mich wirklich gut zurück an diesen ersten Abend, dann war dieser Abend total unspektakulär. Eigentlich erschreckend unspektakulär, und das sollte jedem von euch sehr großen Mut machen. Es begann zu dritt, drei Rosenkränze, es wird immer wieder sozusagen kundgetan, und drei Wurstsemmeln. Das war sozusagen das Startkapital, was wir haben. Und drei relativ unaufregende Hanseln. Wir waren alle 18, zwei Mädeln, ein Bub. Wir hatten keine besonderen Ausbildungen, wir waren rhetorisch nicht fit, wir waren weit weg von irgendwelchen musikalischen Qualifikationen, wir hatten keine großen Vorerfahrungen, wir hatten kein theologisches Rüstzeug. Und deswegen war dieser erste Gebetskreisabend sehr nüchtern und sehr simpel. 20 Minuten Gebet, 20 Minuten Jause und aus. Nach 40 Minuten war die Sache vorbei.
ich muss das so sagen, solange ich lebe, werde ich das immer wieder sagen, dass man nicht so in eine, das Ganze sich so überdimensional herrlich oder wunderschön vorstellt. So wie wir uns heute vielleicht in unseren Weihnachtsgeschichten Bethlehem so wunderschön vorstellen, ja. Mit Heizstrahler drinnen und Weihrauch überall und der Ochs hat nicht gekackt und der Esel war frisch frisiert und die heiligen drei Könige kamen auf gebürsteten Pferden daher, ja. Manchmal ist die Gefahr, dass wir in unseren Kindergeschichten so ein bisschen das Schlaraffland, gell, wo dann die Ente gebraten in unseren Mund hineinfliegt. Bethlehem war total nüchtern. Also ich war nicht dabei, aber Bethlehem war total nüchtern. Bethlehem war beinhart. Diese arme Frau ist im 9. Monat schwanger, die Wehen setzen ein und die wird Türe für Türe abgewiesen. Stellt euch das vor, schweinekalt. Da geht es um existenziellste Fragen. Und dann sagt man ihnen da hinten in dieser Hütte oder in diesem letzten Stall und dann stehen da ein paar Viecher und dann kommen ein paar Hirten dazu und dort hinein wird der Messias geboren. Und das ist etwas, was wir uns immer wieder erinnern müssen. Die großen Dinge Gottes beginnen immer ganz klein. Immer ganz klein. Vor diesem 4. Oktober 1987, vor diesem ersten Gebetstreffen, ist aber etwas ganz Entscheidendes bei uns drei passiert. Und zwar hatten wir ein Erlebnis. Für uns, das war in Medjugorje, und dieses Erlebnis, das wir hatten, das war eine echte Tabor-Erfahrung. Das war total etwas Einschneidendes, was da in unserem Herzen und in unseren Seelen passiert ist. Da ist ein Feuer entzündet worden. Passt gut auf, was ich euch jetzt sage, denn man kann schneller mal mit irgendwelchen Dingen passieren. Das, was ich euch als erste Message mitgeben möchte, bevor du mit etwas anfängst, muss zuvor etwas passieren. Der Heilige Geist muss davor etwas in deinem Herzen machen. Durch den Heiligen Geist ist ein Feuer in unserem Herzen angezündet worden. Und wenn du so eine Erfahrung kennst, wenn du so eine Erfahrung schon selber gemacht hast, dann ist bereits alles grundgelegt, damit Großes passieren kann. Dann braucht es nur mehr dein kleines Yes. Das weiß ich schon, dass das gar nicht so einfach ist. Aber dann braucht es nur mehr dein kleines Yes. Dann braucht es nur mehr deinen Sprung. Dann braucht es nur mehr deinen Schritt heraus aus dem Boot. Aber das, was ich euch als ersten Punkt mitgeben möchte, fang nicht aus einer Selbstinitiative an, etwas zu tun oder etwas machen zu wollen oder plötzlich aus dem Boot auszusteigen, ohne dass dich einer ruft. Wirst sofort untergehen, sofort gehst du unter. Aber wenn dich einer ruft, wenn da vorher etwas passiert ist, wenn da in deinem Herzen etwas angezündet worden ist, dann darfst du damit rechnen, dass der Herr dabei ist und dann rechne einfach damit, dass Großes passieren kann. Warum? Weil er der Herr ist. Nicht, weil du so toll bist, sondern weil er der Herr ist. Ich arbeite inzwischen seit 23 Jahren, so alt bin ich, es tut mir leid, aber ich kann eh nichts machen, ich freue mich eh, weil bei mir geht es schon sehr in Richtung Himmel zu, also ich habe schon so erste, ich sehe schon ein bisschen so. Ich arbeite seit inzwischen 23 Jahren in der Kirche, bin in Salzburg, in der Erzdiözese Salzburg, also ich rechne jetzt meine Zeit im Priesterseminar dazu, ich war 5 Jahre im Priesterseminar und wie ich aus dem Seminar dann rausgekommen bin, habe mich nicht auf den Boden gelegt zur Priesterweihe, sondern ich habe diese 5 Jahre als perfekte Ehevorbereitung angenommen und durfte im Jahr 2000 in Salzburg anfangen als Pastoralassistent für die Neuaufbrüche, für die neuen Bewegungen, für Loreto, der Gemeinschaft, der ich angehöre. Seit 23 Jahren darf ich für die Kirche, für die Erzdiözese in Salzburg schon arbeiten. Und in diesen 23 Jahren, ich habe 3 Erzbischöfe inzwischen erlebt oder überlebt, oder ich weiß nicht, wie man sagt, in diesen 23 Jahren habe ich in meiner Diözese, die ich sehr liebe, muss ich dazu sagen, sehr liebe, ich liebe meine Heimat, ich liebe meine Kirche, ich liebe meine Diözese, in diesen 23 Jahren habe ich in meiner Diözese bereits 3 Zukunftsprozesse, nennen wir es mal so. Jeder heißt immer ein bisschen anders, aber 3 Zukunftsprozesse miterlebt. Jeder Bischof hat einen Art Zukunftsprozess ins Leben gerufen. Immer ein riesengroßer Aufwand, viele Kosten, extrem viele Treffen und Sitzungen. Jeder wird ermutigt, jeder, der irgendwie mit der Kirche was am Hut hat, darf seine Anliegen deponieren. Alle träumen irgendwie von einer Veränderung. Ein bisschen dieses Bild vom Rex gestern, aufstehen, Augen zu, wo ist Norden. Jeder deutet in irgendeine andere Richtung. Die, die am lautesten schreien, sind am begeistersten, dass ihre Richtung durchgesetzt wird.
und erstaunliche Vorschläge werden eingebracht und der große Durchbruch blieb bis jetzt immer aus. Ganz nüchtern. Überhaupt niemand verurteilen, habe ich auch nicht das Recht. Ich bin so ein kleiner Wutschel in meiner Ärztedzöse. Aber irgendwie der große Durchbruch blieb bis jetzt immer aus. Warum begannen wir damals 1987 eigentlich mit einem Gebetskreis? Es hätte ja auch ein, mag sie verzeihen, es hätte ja auch ein philosophisches Kaffeekränzchen sein können. Also nur weil er gestern diese alten Wiener Philosophen zitiert hat. Von nix kommt nix, ein starkes Wort, was wir uns mitnehmen von dieser Konferenz. Oder wir hätten auch, und ich will niemanden verarschen, wir hätten auch mit einem Flohmarkt beginnen können am 4. Oktober 1987. Ein festlicher Flohmarkt wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Oder wir hätten ein Pfarrcafé, also ein Café. Sonntag nach der Messe, da wo wir hinkommen, hätten wir ein Café organisieren können. Oder einen Trommelworkshop. Oder wir hätten mit irgendetwas anfangen können. Aber ganz interessant, wir haben mit einem Gebetskreis angefangen. Warum war das so? Ganz einfach. Weil die Mutter Gottes in Medjugorje, vor allem in den 80er Jahren, ich bin 83 das erste Mal nach Medjugorje gekommen und bilde mir ein, ich bin relativ nah dran, höre immer sehr genau, was die Gospa sagt. Vor allem in den 80er Jahren hat die Gospa immer wieder diese einfache Bitte geäußert, gründet Gebetskreise. Und diese Bitte der Mutter Gottes, die schlug bei uns ein. Dieses Wort fiel auf fruchtbaren Boden. Und so haben wir einfach angefangen, weil sie gesagt hat, gründet Gebetskreise. Und wir haben ohne Konzept angefangen. Wir haben ohne Vision angefangen. Wir haben ohne bestimmte Ziele angefangen. Wir haben ohne Träume angefangen. Ich sage das immer wieder, hätte man uns am ersten Abend gesagt, eines Tages werdet ihr euch verdoppeln. Wir hätten es nicht geglaubt. Wir hätten es nicht geglaubt. Wir haben einfach angefangen, weil es etwas in unserem Herzen, in unserem Leben passiert ist und weil es dieses Wort gab, gründet Gebetskreise. Freunde, das sollte jedem von euch großen Mut machen. Gebetskreis. Gründe Gebetskreise. Dieses Wort haben wir mitgenommen. Und der Max hat das gestern schon gesagt und ich glaube, die Berner auch. Ganz banal für uns war am Anfang, was ist ein Gebetskreis. Wir hatten kein Handbuch. Wir konnten nirgends nachlesen. Wir konnten auch nirgends hingehen und uns andere anschauen. Also haben wir diese zwei Worte auseinandergenommen. Gebet und Kreis. Und dann hatten wir die Challenge, dass wir zu dritt waren. Also drei Punkte ergeben ein Dreieck und wir sollten einen Kreis bilden. Und das war eigentlich die größte Challenge des ersten Abends. Dann haben wir uns so im Kreis zu dritt aufgesetzt und dann kamen diese 20 Minuten aus. Und ich wiederhole noch einmal, bei Gott ist ganz vieles oft ganz einfach. Bitte nicht zu kompliziert denken. Bitte nicht zu kompliziert tun. Bitte nicht zu kompliziert anfangen, sondern ganz einfach anfangen. Die Erneuerung der Kirche beginnt auf unseren Knien. Die Erneuerung der Kirche beginnt in unseren Gebetsräumen. Die Erneuerung der Kirche beginnt in deiner und meiner Umkehr jeden Tag. Die Erneuerung der Kirche kommt aus dem Gebet. So viel habe ich schon kapiert in den letzten Jahrzehnten, vor allem in den letzten 23 Jahren, in denen ich in der Kirche arbeite und für meine Diözese arbeite. Und ich wiederhole dieses Wort, weil es mir so wichtig ist. Die Erneuerung der Kirche beginnt auf unseren Knien. Nicht durch viele Treffen und durch kluge Vorträge und durch sonst was, sondern zunächst einfach durch das Gebet. Das Gebet muss immer der Anfang sein. Und aus dem Gebet heraus, zusammen mit dem Heiligen Geist, können dann wirklich große Dinge passieren. Aus dem heraus kann alles wachsen. Bei uns, Loretos, wuchs so einiges aus diesem einen kleinen Gebetskreis. Ein kleiner Gebetskreis am Anfang und heute 31 Jahre später, und ich beginne gar nicht aufzuzählen, denn ich würde nicht fertig werden, aber viele von euch kennen vielleicht das eine oder andere. Also, liebe Freunde, Mut mit einem Gebetskreis zu beginnen. Mut mit einem Gebetskreis zu beginnen.
und nicht zu träumen, was könnte sein und könnten wir mal so groß werden wie die Lorettos oder noch größer oder noch berühmter. Ich glaube, ein Schlüssel, das sage ich wirklich mit reinem Herzen, ein Schlüssel war, dass wir haben ganz demütig angefangen und wir waren ganz treu und wir haben gestaunt wie die kleinen Buben und Mädeln am Anfang. Und wir hatten eine große Leidenschaft und wir hatten einen großen Enthusiasmus und die Gnade des Anfangs. Es gibt für alles eine Anfangsgnade. Das rufe ich euch auch zu, wenn ihr euch heute, wenn ihr nach vorne kommt, wir werden dann diesen Sendungsteil haben, wenn ihr nach vorne kommt und wenn ihr sagt, ich bin bereit, diesen Step zu tun, ich möchte anfangen, wir wollen in der Gegend, aus der wir kommen oder möchte ich beginnen. Seid ihr bewusst, das ist so wie beim Sakrament der Ehe, es gibt die Gnade, die von oben dazukommt, bei jedem Sakrament übrigens. Und es gibt auch diese Anfangsgnade. Du darfst damit rechnen, wenn du mit etwas beginnst, dass Gott auch seine Gnade schenkt. Warum? Weil er so eine Sehnsucht hat, weil er so ein Interesse hat, dass unser Land und unsere Länder mit diesen pfingstlichen Orten überzogen werden, dass es neue Aufbrüche gibt. Seine Sehnsucht ist doch viel größer als deine Sehnsucht. Viel größer. Der ganze Himmel sehnt sich danach. Stell dir vor, wenn dein Herz schon entzündet ist und du dir denkst, wow, wäre das schön bei mir zu Hause, in meiner Ecke, in meinem Kaff, aus dem ich komme, dass dort etwas anfängt. Vielleicht träumst du ein bisschen kühner, wie ich vor 31 Jahren geträumt habe. Ich habe nicht geträumt vor 31 Jahren. Meine Hauptsorge war, ob die Wurstsemmeln von den Mädeln mitgebracht werden. Das war die Hauptsorge. Träum ruhig ein bisschen kühner. Träum ruhig ein bisschen kühner für die Ecke, aus der du kommst, für das Kaff, das du liebst, für dein Zuhause. Zuhause ist etwas so Schönes. Zuhause ist etwas so Kostbares. Denk an dein Zuhause, von wo du kommst, wenn du beim Fenster hinausschaust, das, was du siehst. Ich wünsche dir, dass es ein Baum ist oder ein Berg oder dass du die Sonne siehst und nicht 15 Wolkenkratzer vor dir. Du träumst von zu Hause und Gott kann dein Herz entzünden, dass er dir eine Liebe genau für diese Ecke schenkt, aus der du kommst. Dass er dir eine, auf Englisch klingt es noch besser, eine Burden schenkt, eine Last in deinem Herz, einen echten Auftrag schenkt. Und dann gibt es auch andere, die werden gesandt, so wie zum Beispiel der Maxi, unser Gemeinschaftsleiter, der wurde gesandt und wir sind unglaublich dankbar. Oder denk an die Missionare der ganzen Kirche, die wurden gesandt. Auch das gibt es. Sei offen, wenn es diesen Ruf gibt. Also Mut, mit einem Gebetskreis zu beginnen, aber bitte beginn nur, wenn du eine echte Sehnsucht hast. Beginn nur, wenn du wirklich brennst dafür. Und jetzt ein paar ganz praktische Tipps. Du hast vielleicht an diesem Wochenende schon das eine oder andere gehört. Du warst vielleicht in einem Workshop, wo du Fragen gestellt hast oder wo du dir Infos besorgt hast. Aber ich möchte dir ein paar praktische Tipps noch geben, sozusagen nach 31 Jahren Erfahrung. Am besten ist es, ihr startet zu dritt oder vielleicht zu viert. Ich glaube, es ist nicht gut, alleine zu starten. Das ist nicht ideal. Es gibt ein jesuanisches Prinzip, er sandte sie aus, zwei und zwei. Das hat schon einen Hintergedanken. Also zumindest zwei sollten es sein. Besser drei, vier wäre ideal und eure Herzen sollten ziemlich connected sein. Ihr solltet ziemlich von Anfang an in der Einheit eurer Herzen sein. Nicht, dass die ersten Treffen bei Kaffee und Pizza schon eine Riesenstreiterei werden und ihr euch die Schädel einschlagt. Dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht wahnsinnig groß, dass das Ganze von Erfolg gekrönt sein wird. Und wenn es diesen zweiten oder dritten oder vierten noch nicht gibt, dann bet einfach. Bet ganz einfach wie ein Kind. Sag, Herr, ich komme aus Hinterstadelbrunn-Bauern, du kennst das, du warst dabei, wie das erschaffen worden ist. Ich staune, wie gut du bist und wie schön hier alles geworden ist. Und du kennst meine Sehnsucht und du hast mein Herz entzündet. Und ich habe jetzt gehört auf der Gebetskreiskonferenz 2018 in Linz, es bräuchte einen zweiten oder dritten. Herr, ich sehe weit und breit niemand von diesen 89 Einwohnern, die wir hier haben. Weit und breit. Aber dir ist alles möglich. Und wenn du möchtest, dass ich anfange, mein Yes hast du, schick mir jemand zweiten. Bet ganz einfach. Und wenn Gott möchte, dass in Hinterstadelbrunn-Bauern etwas passiert, wird Gott dir etwas Zweites schenken. Das ist vielleicht eine der großen Erfahrungen, die wir in den letzten 31 Jahren immer und immer und immer wieder machen. Gott beantwortet Gebete. Wir müssen uns selber an der Nase schnappen. Ich sage wie, aber ich muss mich selber an der Nase schnappen, wenn Leute kommen und mir ihre kleinen und großen Kingdom-Stories erzählen, dass ich immer noch dieses eine blöde Wort auf meinen Lippen habe, was längst raus sollte. Und dieses Wort heißt unglaublich. Was heißt unglaublich? Bittet und ihr werdet empfangen. Ist er der Herr oder ist er nicht der Herr?
Sorgt er? Steht er dahinter? Segnet er oder nicht? Ich habe schon so viel gesehen in diesen 31 Jahren. Also ich habe jetzt schon einige Engel angestellt, die verantwortlich dafür sind, dass ich nicht mehr so oft unglaublich sage, sondern dass ich sage, wow, praise God. Und ich hoffe, dass viele von euch diese Erfahrungen schon gemacht haben. Wenn du bittest aus der Tiefe deines Herzens, du darfst ihn um alles bitten. Du darfst ihn um alles. Leg dein Vlies aus wie Gideon. Du darfst Gott herausfordern. Hoffentlich hast du das schon kapiert. Du darfst Gott challengen. Er liebt es, gechallenged zu werden. Er liebt es. Er liebt, wenn wir unseren Rosenkranz auf Knien beten. In 21 Minuten hat er gern. Aber er liebt es, wenn wir ihn challengen. Das darfst du. Du bist ein Königskind und er liebt dich. Und ich liebe es, wenn meine Kinder mich challengen. Ich liebe es. Ich sage eh, wenn ich es nicht will. Ich antworte eh. Aber ich liebe es, wenn sie mich challengen. Also ihr dürft ihn challengen. Also, wenn du alleine bist, bete um einen zweiten oder um einen dritten und du wirst den Willen Gottes erkennen. Wenn ihr drei seid oder vier, ideal, fangt an. Nochmals, weil es so wichtig ist, starte nicht aus einem Hype heraus. Starte nicht aus einer schnellen Begeisterung heraus. Starte nicht, wenn du Pfingsten in Salzburg bist und am Pfingstmontag in den Bus einsteigst und du denkst, wow, was war das für ein Wochenende. Ich schwebe 1,50 über dem Boden und heute Abend muss ich einen Gebetskreis ins Leben rufen. Nicht aus dem ersten Hype heraus, sondern es muss eine echte, tiefe Sehnsucht sein. Es kann sein, dass du dich in ein Mädel verliebst oder in einen Mann verliebst, wo in der ersten halben Stunde deine Gefühle total verrückt spielen. Vielleicht sitzt du jetzt da herinnen und drei Reihen vor dir sitzt eine, du siehst nur den Hinterkopf, ein herrliches, weiß ich nicht, Wuschelhaar oder eine Glatze oder was auch immer und du denkst dir, oh, ja, diesen Mann heiraten zu dürfen und alles wäre gut oder diesen Wuschelkopf heiraten zu dürfen und alles wäre gut. Aber oft sind diese ersten Gefühlswalle zu wenig. Es muss echt etwas die, also geh zumindest mit der Person Mittagessen und am Ende des Essens halte dann an um die Hand oder zücke den Ring oder was immer du möchtest. Sei dir bewusst, was Gebetskreis oder Gebetskreisgründung betrifft. Sei dir bitte dessen bewusst. Ich spreche aus meinem eigenen Leben und aus eigener Erfahrung. Sei dir bewusst, du brauchst einen langen Atem. Du brauchst wirklich einen langen Atem. Es ist ein bisschen ähnlich, wie wenn du dich mit deinem Ehepartner für ein Baby entscheidest. Vielleicht kann es sein, wenn ihr frisch verheiratet seid, bei uns war das so, und dann ist dieser erste Traum und diese erste Sehnsucht, dieser erste Wunsch ein Baby. Ja, sozusagen die Frucht eurer gemeinsamen Liebe ist ein Baby. Und wie wunderschön ist es, wenn Gott diesen Wunsch und diese Sehnsucht erhört und wenn euch ein Baby geschenkt wird. Und die ersten 9 Monate ist die Frau gechallenged und manchen geht es schlechter, manchen geht es besser. Aber es ist irgendwie alles noch halbwegs unter Kontrolle. Und dann kommt dieser kleine Prince oder Princess heraus und alles wird anders. Das wissen die Eltern. Alles wird anders. So ein Wurzel, nur 3 Kilo groß, 51 Zentimeter breit und alles wird anders. Das ganze Leben stellt sich x-mal auf den Kopf. Dann kommt die zweite Princess und die dritte Prince, vielleicht eine vierte Princess und alles wird anders. Aber du kannst dann nicht irgendwie die Notleine reißen oder auf Notknopf drücken und sagen, nein, ich habe mir das alles anders vorgestellt. Sondern das musst du dir im Vorfeld überlegen. Und das, was alle Eltern wissen, wir haben selber 4 Kinder, das, was alle Eltern wissen, du brauchst wirklich einen langen Atem. Und du musst eine gute Entscheidung vorher treffen, bevor du dich für ein Baby entscheidest. Denn dein langer Atem dauert, muss eigentlich das ganze Leben dauern. Eigentlich das ganze Leben dauern. Dein Kind bleibt dein Kind, dein ganzes Leben. Du musst also von Anfang an langfristig denken. Ich glaube, es bringt nicht viel, wenn du sagst, ich weiß, in einem Jahr ziehe ich weg oder ich weiß, in einem Jahr ist ganz was anderes und du fängst mit einem Gebetskreis an. Schau dir um die Zeit. Fang nur dann an, wenn du langfristig einen Plan hast, dass aus dem Ganzen etwas werden kann. Und bevor ihr anfangt, steckt zuerst eure Köpfe zusammen und eure Herzen zusammen und überlegt einfach gut. Ihr kennt diese Schriftstelle, wo es heißt, bevor du einen Turm baust, setzt euch zusammen und rechnet's einfach einmal.
ob sich das ausgeht. Bevor du ein Haus baust, musst du dich auch hinsetzen und einfach einmal rechnen und planen und überlegen. Und wie, was sagt unser Budget? Und müssen wir einen Kredit aufnehmen? Und wie machen wir das? Machen wir das alles selber oder holen wir uns Professionisten? Und das Gleiche ist bei einem Gebetskreis. Du am Anfang zusammensetzen, Köpfe zusammenstecken und gut überlegen. Schaut euch andere Gruppen an. Schaut euch andere Aufbrüche an. Schaut euch andere Gebetskreise an. Fahrt nach Medjugorje. Kommt Pfingst nach Salzburg. Geht auf die Gebetskreiskonferenz. Das seid ihr jetzt eh gerade. Oder die im Livestream kommt nächstes Jahr. Es wird auch 2019 eine Gebetskreiskonferenz geben. Und sammelt schon mal Erfahrungen. Bereite dich gut vor auf dieses Baby, was irgendwann ins Leben hinein starten wird. Und überlegt euch die groben Eckpfeiler gut. Das sind ganz banale Dinge. Es ist fast zu banal, um sie hier in einem Bridge zu sagen, aber es sind ganz banale Dinge, die sind wichtig am Anfang. Wie oft wollt ihr euch treffen? Wöchentlich oder zweimal im Monat oder einmal monatlich? Frage aus dem Volk, Georg, was würdest du uns raten? Antwort von mir zu euch zurück. Ihr müsst entscheiden. Ihr müsst überlegen. Ihr müsst abwägen, was für euch am besten ist. Seid doch offen und flexibel, wenn ihr monatlich anfangt und merkt, es wäre besser, auf zweiwöchig umzusteigen, steigt irgendwann auf zweiwöchig um. Es gibt nicht das Paraderezept. Der Heilige Geist ist die Kreativität in Person. Der Heilige Geist ist der, der alles neu macht. Der Heilige Geist weiß, wie er mit den Norddeutschen, wie er mit den Südtirolern umzugehen hat. Das ist der Heilige Geist. Das müssen wir ihm überlassen. Überleg dir die Umstände bei dir, in die du hineingestellt bist. Weitere Eckpfeiler, wie lang soll euer Treffen dauern? Da gebe ich euch gerne eine Zahl. Unsere Erfahrung ist, dass 90 Minuten gut sind, dass anderthalb Stunden gut sind. Wie soll so ein Gebetstreffen aufgebaut sein? Max hat gestern schon gesprochen, bei uns gibt es diesen Dreischritt. Worship, Preach. Warum sprichst du eigentlich immer Englisch, Georg? Antwort, weil es einfach cooler ist. Weil es einfach cooler ist, ja. Also gut, singt rhythmische Lieder. Jemand soll einen Vortrag halten. Da holst du keinen Hund hinter dem Ofen hervor. Bei uns gibt es Worship. Oh. Und morgen wird ein junges Mädchen preachen. Sie ist fesch auch noch. Ist die Verpackung wieder. Okay. Und der dritte Teil ist dann natürlich nur, wenn es geht und wenn es möglich ist, der dritte Teil ist dann bei uns die Anbetung. Was ist der Hintergedanke dabei? Der Hintergedanke ist der, dass wir es lernen, wie kleine Kinder ganz offen und frei vor Gott zu stehen. Dass wir es lernen, in die Freiheit Gottes zu kommen. Und das ist für viele Mitteleuropäer schon die erste riesige Challenge. Die erste riesige Challenge. Wie ich mich zurückerinnere, mich in Medjugorje bekehrt und dann hat mich eine meiner fünf Schwestern, müsst ihr euch vorstellen, dass ich das halbwegs unbeschadet überlebt habe. Fünf Schwestern. Dann hat mich einer dieser fünf Schwestern, hat mich dann so langsam zu den ersten charismatischen Monatsgottesdiensten mitgenommen. Das war kurz nach meiner Bekehrung in Medjugorje. Und ich kann mich noch erinnern, ich komme da in eine Veranstaltung hinein, hunderte von Leuten, und die haben so eine Freiheit gehabt. Und die stehen alle, und das waren halt diese alten Lieder, gepriesen sei der Herr, und du bist Herr, und ich liebe dich, Herr, und so. Schön, weil ein paar kommen jetzt 30 Jahre später als Revival wieder zurück, gell? Zum Beispiel, ich liebe dich, Herr, kommt jetzt, schlagt jetzt wieder voll herein. Das habe ich schon gesungen, da war ich so groß, habe ich schon gesungen, ich liebe dich, Herr. Und ich kann mich erinnern, bei dieser ersten Veranstaltung, wie ich da drinnen war, in der letzten Reihe, ja, ich komme aus einer Landkirche. Ich komme aus, der Herr sei mit euch, mit deinem Geist, erhebe dein Herz. Und Friedensgruß war total peinlich. Ich bin kurz nach dem Konzil auf die Welt gekommen, ja. Vor dem Konzil, die 2000 Jahre davor, hat man sich nie mit der Hand den Friedensgruß gegeben, ja. Jetzt sagen die Konzilsväter Friedensgruß. Also ich tue das jetzt ein bisschen billig bringen, ja. Und bis sich die bei uns umgestellt haben, es war bei uns ganz peinlich, ja. Die Leute, die das nicht wollten, haben sich sofort hingekniet, damit sie nur nicht den Friedensgruß geben müssen. Haben dann so ganz fromm so, was immer sie gebetet haben, ja, Panik vor der Schweißhand des Rechten oder vor der Schweißhand. Und dann komme ich in diese Veranstaltung, das war das Erste, was ich erlebt habe, diese Freiheit, die da haben. Friedensgruß, der Priester da vorne hat gesagt, gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung, jetzt nehmen wir uns 2-3 Minuten Zeit, wie ich da drinnen habe, Hilfe! 2-3 Minuten und da waren so alte Schachteln in der ersten Reihe, so 70-80-jährige Frauen und da kann ich mich erinnern, da war eine, die ist dann auf die Bank draufgestiegen, so eine Schachtel, die, weiß ich nicht, groß war, auf die Bank, müsst ihr euch vorstellen, in der ersten Reihe und hat dann 4-5 Reihen weiter zurück, hat sie immer Shalom, Shalom, Shalom.
Jetzt kannst du sagen, das ist übertrieben. Das war stark, dieses Wort von Maxi gestern in der Gebetskreis. Ein bisschen zu viel. Wir haben immer Angst vor diesem ein bisschen zu viel, gell? Ein bisschen zu viel. Das hat damals mein Kopf laut ins Herz hinuntergemeldet. Das ist aber jetzt ein bisschen zu viel. Und das Herz hat zögerlich zurück hinaufgemeldet, wie ich sehe. Die 32 Zentimeter, das ist ein Hammer, gell? Und das Herz hat zögerlich hinaufgemeldet. Aber siehst du diese Freiheit? Siehst du diese Freude, hat das Herz gesagt. Ruhe! Das könnte eine Sekte sein. So, das Erste, gell? Wenn wir was nicht kennen oder wenn was zu lebendig ist, also lasst sich nur von dem nicht irritieren, gell? Wenn ihr anfangs beten und ein bisschen Worship macht, dass die Ersten kommen und sagen, ihr seid eine Sekte. Übrigens, was Wichtiges, es sind immer die Insider, die uns angreifen, gell? Es ist fast nie die Welt, die uns angreift. Fast, es gibt den geistigen Kampf, was anderes. Kommt immer aus den eigenen Reihen. Es kommt immer aus der eigenen Kirche. Ja, nicht irritieren lassen, Leute. Nicht irritieren. Die ganzen großen Aufbrüche in der Kirche über die Jahrhunderte zurück. Ja, bei einem Franziskus ist nicht am Anfang der goldene Teppich ausgerollt worden und alle haben salutiert und gesagt, wow, hier kommt er, der Erneuerer der Kirche. Lob sei dir, Francesco. Wow, wenn die Biografien dieser ganzen Neuaufbrüche gehen, das war immer Gegenwind, immer. Also lasst euch von dem nicht so sehr irritieren und außer Acht bringen. Und diese drei Teile, über die ich sprach, liebe Leute, die müssen echt gut sein. Der Worship muss echt gut sein. Ich komme so viel herum im Land und über das Land hinaus. Ich darf in so viele Gebetskreise gehen und ich komme natürlich immer, um zu ermutigen. Und ich stehe vorne und sage, wow, der Herr segne euch und danke an die Gitarre. Und es gibt nur eine Gitarre, zwei Seiten sind interessanterweise heute gar nicht mehr drauf. Aber danke wirklich für deinen Ministry und danke für den Welcome. Ich habe zwar niemanden gesehen, aber für den Welcome und danke für dies oder jenes. Und es gibt schon Gebetskreise, da kommt einem ein bisschen das Fürchten. Ja? Also ich ermutige euch von ganzem Herzen, ihr müsst wirklich gut sein. Warum müsst ihr gut sein? Weil es um den König der Könige geht. Es geht nicht um irgendeine politische Veranstaltung, wo wir eine neue kleine Splitterpartei etablieren wollen und dann da mal halt ein paar Zündholzschachteln, weiß ich nicht, kreieren und auflegen und da steht drauf, wie heißen jetzt, Schlag den Kuckuck oder was auch immer, ja. Sondern, Freunde, es geht um den König der Könige. Und deswegen müssen wir gut sein. Noch einmal unser internes Wort. Deswegen wollen wir die Dinge wirklich exzellent machen. Weil so wie wir die Dinge machen, da werden die Leute einen Rückschluss schließen und sagen, wow, der dahinter stehen muss. Die Preachers sollten echt gut sein. Es ist erlaubt, dass junge Preacher anfangen. Es ist erlaubt, dass Leute stottern dürfen und abbrechen und aufhören mitten unter den Preachers. Aber sucht euch die Leute heraus, die das Charisma des Wortes haben. Es ist der Herr, der die Gaben austeilt und schenkt. Es gibt sie. Lass sie anfangen mit dem Zeugnis. Und der dritte Teil soll würdig sein, wenn das Allerheiligste kommt und so weiter und so fort. Nächste Frage. Wer ist eure Zielgruppe? Das ist eine wichtige Frage. Welche Leute wollt ihr eigentlich erreichen? Ihr fangt jetzt an mit einem Gebet. Ihr seid zu viert, ihr seid total motiviert, ihr denkt an euer Kaff, aus dem ihr kommt. Wer ist eure Zielgruppe? Überlegt es gut. Wollt ihr vor allem für die Jungen einen Gebetskreis ausrichten? Oder wollt ihr offen sein für alle? Wollt ihr mehr die Unchurched People erreichen? Wisst ihr, was Unchurched People sind? Die mit der Kirche nichts mehr am Hut haben. Wir haben alle so viele Freunde. Wir kennen alle so viele coole Leute. Es gibt so lässige Leute in unseren Ländern. Es gibt so lässige junge Leute in unserem Land, die Jesus noch nicht kennen. Mein Herz brennt so dafür, dass wir sie gewinnen könnten. Mir taugt das immer so, wenn sich Leute bekehren und dann so langsam hereindocken und in die Gemeinschaft kommen und man lernt sie dann besser kennen. Und ich denke mir immer, wow, was bist du für ein Schatz? Was bist du für ein Schatz? Unser Land ist voll, ich bin ein Optimist, unser Land ist voll mit lässigen Männern und Frauen, mit lässigen Youngsters. Lasst uns die für Jesus gewinnen. Nicht nur die Lässigen, sondern auch die Unlässigen. Aber was ich euch zurufen möchte, die sind nicht alle böse da draußen. Nur weil sie dich komisch anschauen, weil du ein Kreuz tragst. Oder weil du auf der Straße stehst und sagst, praise your Jesus. Und der schaut dich komisch an, deswegen ist er nicht böse. Er kennt es noch nicht. Es ist Neuland für ihn. Ich schaue auch mit großen Augen, wenn irgendwas passiert, was ich noch nicht kenne. Bleib ich auch stehen und mach so, das ist völlig normal. Wir sind eingeladen, ihnen das Kostbarste zu bringen, was wir kennenlernen durften. Und da musst du gut überlegen, wer ist die erste Zielgruppe, die ihr ansprechen wollt. Also Unchurched oder vielleicht schon Insider oder Leute dazwischen. Denn davon abhängig wird dann eure Werbung sein.
Und ihr müsst euch überlegen, wie ihr werbt und ob ihr überhaupt werben wollt. Darf ich euch was sagen, ganz frech? Das Plakat im Kirchenschaukasten bringt nichts. Alle sind ganz heiß immer, es muss ein Plakat im Kirchenschaukasten aufgehängt werden. Das bringt überhaupt nichts. Darf ich euch sagen, warum? Also in unseren Breitengraden gehen noch 5-6% in die Kirche. Die sind völlig überaltet und Jugend gibt's nicht mehr. Für wen hängst du das Plakat dorthin? Für wen hängst du es hin? Also ich möchte nicht zu pessimistisch oder zu frech zu euch sein, aber spart ihr das Plakat, die mit Abstand effektivste Methode, neue Menschen zu gewinnen, ist die Freundschaftsevangelisation. Merkt euch das, viele von euch wissen es. Es gab vor Jahren in Amerika diese große Umfrage, wo man tausende Menschen, nicht nur Katholiken, sondern sozusagen aus dem ganzen Leib Christi befragt hat, wie bist du zum Herrn gekommen? Und ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf, aber eine überwältigende Zahl, 98% sagen, durch einen Freund, durch die Freundschaftsevangelisation. Nicht durch das Plakat im Kirchenschaukasten. Auch nicht durch irgendeinen großen Outreach auf der Straße. Der Outreach auf der Straße ist wichtig, um in der unsichtbaren Welt ein Zeichen zu setzen. Hey, wir sind auch da. Jesus ist der Herr, wir proklamieren. Aber sozusagen, dass wir jetzt Hunderte und Tausende auf der Straße gewinnen, das ist noch nicht der Fall. Ich träume davon, dass die Zeit kommen wird. Ich träume davon, dass die Zeit kommen wird. Wenn Erweckung hereinbrechen wird ins Land, dann müssen wir auch draußen sein. Denn dann werden sie fragen, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Jetzt glaubst du, der Georg träumt von irgendeinem, weiß ich nicht was, Kinderbuch. Na. Lies die Schrift. Hör, was der Maxi gestern gesagt hat. Joel 3. In den letzten Tagen werde ich meinen Geist noch einmal ausgießen über alles Fleisch. Und es hat begonnen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, es hat bereits begonnen. Aber es wird noch viel, viel mehr. Matt Robin sagt, ihr werdet noch Dinge erleben, sagt Matt Robin, für alle, die Matt Robin kennen. Sie stirbt 1981. Man erzählt ihr einige Jahre vor dem Tod, vor den großen Aufbruchsbewegungen in Frankreich, von Zeichen und Wundern, von Heilungen. Und sie sagt, es ist noch nichts. Ihr werdet mit euren Augen noch Dinge erleben, sehen mit euren Augen, mit euren Ohren werdet ihr Dinge hören. Ihr werdet es heute, ihr könnt es heute noch nicht glauben. Freunde, ich bin zutiefst davon überzeugt, es geht immer um diese heilige Schar, die der Herr sich erwählt hat in der Kirchengeschichte. Und diese salbt er mit seinem Heiligen Geist. Und wir träumen in unserer Gemeinschaft, und ich möchte, dass viele von euch mitträumen, wir träumen von den großen Dingen, die noch kommen werden. Wir haben keine Zeit zurückzuschauen und zu sagen, wow, das war gut und wow, das war gut und das war gut. Wir werden jetzt am Schluss, bei den Schlussansagen wird der Christian und der Berner herstehen und werden sagen, danke an das ganze Team für diese Gebetskreiskonferenz. Und dann geht es weiter. Dann geht es weiter. Wir haben genug zu tun draußen. So ein Hunger. Keine Zeit, große Prospekte zu machen und sagen, Nachbericht über die Gebetskreiskonferenz und Bilderbücher aufzulegen. Machen wir schon ein bisschen für unsere Sponsoren ab und so. Aber was ich sagen möchte, ist Blick voraus. Die großen Dinge stehen noch vor uns. Wann wirst du bereit sein, jemand einzuladen in deinen Gebetskreis? Die Antwort ist eine ganz einfache. Wenn du dich nicht blamieren möchtest, wenn du dich nicht genierst für deinen eigenen Gebetskreis. Das heißt, hilf mit, trag das dazu bei, dass dein eigener Gebetskreis, jetzt spreche ich in der Sprache der Jugend, so cool ist, so attraktiv ist, genau heute vor einem Jahr hätte ich gesagt, so viel Sexappeal hat, dass du dich traust, andere Menschen dazu einzuladen. Ich werde auch nicht einen guten Freund oder einen Arbeitskollegen, jetzt vergesst, dass ich kirchlich angestellt bin, nehmen wir, bin in der Welt auch noch ein bisschen draußen, ja. Jetzt stellt euch vor, einen Freund in der Welt, der noch nicht wirklich gläubig ist, aber ein bisschen offen ist, den lade ich in den Gebetskreis ein. Den werde ich doch nicht einladen, wenn ich weiß, es wird die totale Blamage. Sondern den lade ich ein, wenn ich weiß, dieser Gebetskreis ist wirklich wow. Dort wirkt der Geist Gottes. Der Preacher, der kommen wird nächsten Sonntag, ist mega. Das Worship-Team, was wir haben, ist gut. Die Location, die wir aufbauen, ist cool. Und nachher verspreche ich ihm, dass ich mit ihm auf ein Bier gehen werde. Ich wiederhole, guter Lobpreis, guter Aufbau, guter Ablauf, gute Abendleiter, gute Preaches, gute Agape danach. Nicht unterschätzen. Wir alle sind die meisten von uns Vielfresser. Also es gibt wenige, die, ja, wir lieben es zu essen. Die meisten von uns lieben es zu essen. Die Kinder dieser Welt sind so klug. Ja, die bauen da große Buffets auf. Nein, wir wollen nicht das große Buffet aufbauen, uns geht es um etwas anderes. Aber das, was uns die ersten Gebetskreise 1987 gehalten hat, am 4. Oktober waren wir motiviert, am 11. Oktober auch, aber am 18. Oktober hatte der erste von uns drei eine Mini-Krise überkommt. Wisst ihr, warum er gekommen ist? Wegen der Wurstsemmel.
Die Mädeln waren für die Wurstsemmeln verantwortlich und was ich mich erinnern kann, sie haben es wirklich gut gemacht. Wirklich liebevoll. Es war nicht nur so schnöer Blabberwiener mit Ablaufdatum reingefetzt auf ein altes Brot, ja, sondern sie haben sich was überlegt. Ich meine, sie mussten ja auch nur drei machen. Aber es war einmal ein Ei aufgeschnitten, ein bisschen Mayo drüber, ja, und dann aus dem Radieschen war vielleicht irgendwie verziert ein Hase oder ich weiß nicht was, ja. Es war, man hat gemerkt, wow, und diese zweiten 20 Minuten sozusagen, die haben nicht, also unterschätzt mir auch dieses danach nicht und auch vielleicht die Agape nicht. Es geht schon in Richtung Zielgerade mit meinem Bridge. Einer der absolut entscheidendsten Punkte, die es im Vorfeld zu bedenken gibt, ist die Frage des Ortes. Wo soll das Ganze stattfinden? Und ich möchte euch zurufen, braucht keine Angst haben, ich stehe mitten im Herz der Kirche, ich möchte euch zurufen, der Ort muss nicht unbedingt kirchlich sein. Der Ort muss nicht unbedingt im Sinne von, es muss im Pfarrhof sein oder es muss in der Kirche sein oder es muss in der Seitenkapelle sein oder es muss im unbeheizten Dachboden der alten Pfarrkirche sein. Der Ort muss nicht unbedingt kirchlich sein, aber er muss gut sein. Am besten, es ist ein sogenannter Wow-Ort. Wisst ihr, was ein Wow-Ort ist? Ein Wow-Ort ist, wenn du die Türe aufmachst, hineinkommst und dir ganz kurz denkst, wow. Sein Wow-Ort. Wisst ihr, was das Gegenteil vom Wow-Ort ist? Das Gegenteil vom Wow-Ort ist, du machst die Türe, kommst hinein und denkst dir, na bitte, nicht wirklich. Das ist das Gegenteil. Der Ort ist total entscheidend. Fang nicht an einem Ort, auch wenn du noch so motiviert bist, fang nicht an einem, na bitte, nicht wirklich Ort. Sondern fang an im Idealfall an einem Wow-Ort. Wie findet man einen Wow-Ort, indem man sucht nach einem Wow-Ort? Sucht und ihr werdet finden. Maxi würde sagen die alten Wiener Philosophen. Nein, das steht in der Schrift. Sucht und ihr werdet finden. Und es ist besser noch zu warten, bevor du nicht den Wow-Ort gefunden hast. Ein Obergemach wäre ein Hit. Ein gut eingerichtetes Obergemach. Wir als Österreicher sagen, gemütlich muss es sein. Gemütlich muss es sein. Gewinnend eingerichtet. Liebe Freunde, die Urkirche begann in den Häusern, in den Wohnzimmern. Also keine Angst, wieder dorthin zurückzukehren. Manchmal als kleiner Bub hatte ich so verklärte Bilder oder war noch nicht richtig aufgeklärt und habe mir gedacht, dass Jesus natürlich im Priestergewand spazieren gegangen ist. Mit einer schönen Stola, Zingulum, Schultertuch schön hergehört. War mir klar, Jesus ist doch Priester. Ja, es war mir klar, dass die ersten Jünger haben sich natürlich in den schönen barocken Kirchen eingetroffen. Da waren schon die ganzen Heiligen im Jahre Null. Da waren sie schon. Padre Pio und Mutter Teresa, alle schon da gestanden, ja. Ihr seid alle schon weiter. Aber ich möchte euch sagen, die Kirche kommt aus den Wohnzimmern. Die Urzelle der Kirche sind eigentlich die Familien. Das sind die Küchentische. Dort ging es los. Keine Angst, dorthin wieder zurückzukehren. Unser erster Gebetskreis vor 31 Jahren begann in einer Studentenbude. In einer Studentenbude. Der erste Loreto-Gebetskreis hier in Oberösterreich entstand in Sadlet. Das ist ganz nah von hier. Für alle von euch, die mit dem Auto gekommen sind und auf der Westautobahn wieder zurückfahren Richtung Salzburg, Bayern und wohin auch immer, bitte Achtung, wenn die Ausfahrt Sadlet kommt. Nach 14 Minuten kommt die Ausfahrt Sadlet. Kurz den Hut herunternehmen. Ah, der Georg hat uns heute erzählt, der erste Loreto-Gebetskreis in Oberösterreich entstand in Sadlet. Und wisst ihr wo? In einem wunderschönen, ausgebauten Dachboden von einem großen Hof bei der Familie Vogelhuber. Und danach, und ich kann mich noch erinnern, es war phänomenal. Alle sind in diesen Dachboden hinauf und es war Worship und es war Preach und es war Anbetung. Und dann sind alle in die Stuben hinunter. Und unten in der Stuben bei der Familie Vogelhuber gab es dann zu essen und zu trinken. Dann sind die Leute nach Hause gefahren. Sind sie wiedergekommen nächste Woche? Es war überhaupt keine Frage. Ich glaube, es war der Freitagabend. Der Lois ist irgendwo da herinnen. Es war der Freitagabend und alle sind sehr gerne gegangen. Eine der gewaltigsten Gebetskreise, die ich, Georg, kenne, heute, findet auch in der Nähe von hier statt. Gar nicht weit. In Ottnang am Hausruck. Bei einer grandiosen Familie. Eine grandiose Familie. Ein wunderschön ausgebauter Dachboden, ganz ähnlich. Und eine riesengroße Stuben. Und dort kommen Woche für Woche oder zweiwöchentlich jetzt zwischen 60 und 120 Leute zum Gebetskreis zusammen. Warum?
Erstens, weil es die ganze Familie tragt, phänomenal. Und zweitens, ich glaube, einer der Hauptgründe, weil das danach so unglaublich nett ist. Das muss man erlebt haben. Also bitte geht's einmal in diesen Gebetskreis in Ottnang am Hausruck bei der Familie Schacher. Das muss man erlebt haben. Die machen unten ihre Stuben, die machen ihre Küche, die machen ihr Wohnzimmer Freitag für Freitagabend auf, damit dort 100, 120 Leute nach dem Gebetskreis zusammen können kommen. Das ist eine eigene Berufung. Ist mir völlig klar. Viele von euch werden sagen, na, habe dere. Ich habe euch gesagt, Gebetskreis bedeutet Ganzhingabe. Gebetskreis bedeutet langer Atem. Die geben, langer Atem, die geben wirklich ihr Leben hin für diese Sache. Aber die Früchte sind gewaltig. In dieser Familie ist es sogar so, dass nicht einmal die Mädeln hinausheiraten, sondern die Schwiegersöhne hereinheiraten. Es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Weil das so eine erstaunliche Familie ist. Dieses Haus, dieser Hof ist wie ein Leuchtturm in dieser Diözese und in unserem Land. Ein Gebetskreis braucht volle Hingabe. Ein Gebetskreis, der funktionieren soll, braucht viel Leidenschaft und wirklich Herzblut. Und ihr müsst bitte eines wissen, es geht um wirklich viel. Es geht um wirklich viel. Wir sind nicht ein Verein von Briefmarkensammlern, Freunde, sondern es geht um wirklich viel. Es geht darum, dass Menschen wieder zu Jesus finden. Es gibt so etwas wie einen geistlichen Egoismus. Und dieser Egoismus lautet, wenn wir ganz ehrlich sind, ich habe den Herrn gefunden, Halleluja. Ich bin gerettet, Halleluja. Jesus ist mein Herr, Halleluja. Und dann, jetzt sind wir ganz ehrlich, nur unter uns. Und dann kann es passieren, dass du dir denkst, schade, dass mein Bruder nicht diesen Weg geht. Schade, dass mein Vater nicht diesen Weg geht. Schade, dass bei uns in meiner Gegend niemand mehr glaubt. Da geht's um mehr als Schade. Da geht's um mehr als Schade. Wir haben so einen Auftrag und wir haben so eine Verantwortung. Es geht darum, dass Menschen wieder zu Jesus finden. Freunde, und genau deswegen machen wir das alles. Genau deswegen machen wir diese, unter Anführungszeichen, machen wir diese ganzen Gebetskreise und diese ganzen Konferenzen und diese ganzen Home Mission Bases und diese ganzen Livestreams und diese ganze große Hingabe, weil es darum geht, Menschen wieder für Jesus zu gewinnen. Und wisst ihr, was das heißt? Da geht es um die Frage, ob Seelen gerettet werden oder nicht. Die wenigsten reden noch drüber. Aber es geht darum. Es geht darum. Unsere Verantwortung und unser Auftrag ist es, viele andere in der Hand zu nehmen und mit ihnen in Richtung Himmel zu gehen. Du und ich, wir sind gerufen, Tausende und Zehntausende Menschen, vor allem Jugendliche, zu Jesus zu führen, sie für ihn zurückzugewinnen. Europe Shall Be Saved heißt eine geniale Initiative. Und es geht darum, zu beten für eine neue Erweckung für unsere Länder, für eine neue Erweckung für diesen Kontinent. Wir sind auf dem schwierigsten Kontinent. Europa ist geistig gesehen der schwierigste Kontinent. Der erste Kontinent, der mit dem Evangelium konfrontiert wurde, schreit heute am lautesten nach einem neuen Pfingsten. Und da müssen wir mitschreien, da müssen wir mitrufen. Da haben wir eine Vorreiterrolle, liebe Freunde. Und keine Angst, wir sind ja nicht die Einzigen. Auf der ganzen Welt passiert ja amazing things, warum wieder Englisch, weil es cooler ist, passieren ja amazing things auf der ganzen Welt. Der Heilige Geist tut ja etwas, was sensationell ist, was grandios ist. Wenn du die Augen ein bisschen aufmachst, nicht nur bei uns im Leib Christi, sondern auch im Volk Israel, auch in der muslimischen Welt. Hör dich ein bisschen um, da braut sich etwas zusammen. Leute, lasst uns da dabei sein in dieser Challenge, lasst uns da dabei sein in diesem Movement. Wenn du möchtest, dass diese kurzen Pilgerjahre, die uns hier gegeben sind, wirklich spannend sein, kling dich ein in das Ganze. Es kommt dir dann eh gleich der Himmel. Für mich noch dreimal schlafen, dann geht's schon hinüber. Ein paar sind noch älter wie ich, du kannst nur mehr zweimal schlafen. Für die Jungen dürft ihr noch fünfmal schlafen. Aber ganz bald, der Pilgerweg ist ja bald abgeraufen. Lasst uns doch möglichst viele mitnehmen. Lasst uns doch alles einsetzen. All in, sagt der beste österreichische Skifahrer Marcel Hirscher. Lieb ich, ja? Marcel Hirscher, wie ist das gelungen, wieder dieser Traumlauf? Naja, ich habe halt all in gegeben, ja? Das ist unsere Message, Freunde. All in, wenn es geht. Das heißt nicht, dass wir verrückt und blöd werden. Nein, Balance ist wichtig und ausgeglichen wichtig und gute Familien, alles Mögliche. Aber all in, unsere Leidenschaft muss sein, Jesus. Und wir müssen wieder jesuanischer werden. Als ganze Kirche müssen wir wieder jesuanischer werden.
Jesus, 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 Alpha, Omega. Er ist die Antwort auf alles. In unserer Kirche, in dieser geliebten Kirche, zu der ich gehöre, das ist die katholische Kirche, traut sich ja niemand mehr über Jesus zu reden. Wenn wir den Namen Jesus mit einer Spraydose irgendwo hinsprengen, kriegen alle die Krise. Warum? Weil in diesem Namen so eine Macht steckt. Alle Macht der Finsternis erbebt. Wenn der Name Jesus angerufen wird, fang doch an, im Kleinen zu evangelisieren. Wenn du sitzt in deinem Bus, fang an, den Namen Jesus auszusprechen. Leise. Zunächst leise, sonst haut dir gleich einer mit dem Hammer auf die Birne. Aber vorher bet leise und du wirst sehen, was passiert. Fang an. Jesus, Jesus, Jesus. Wenn du in der U-Bahn in Wien bist, ich bin zweimal im Monat in der U-Bahn in Wien. Ich habe mir das angefangen, weil ich ein feiger Hund bin. Leise. Jesus, Jesus, Jesus. Und dann habe ich immer meine eigene Challenge. Wie mutig bin ich? Ich habe schon ein paar coole Erlebnisse gehabt, dass ich dann, Jesus, Jesus, okay, sie kommt, Tür auf, Jesus, Jesus, hineingelaufen. Der Name Jesus hat so eine Macht. Deine Gruppe muss total jesuanisch sein. Wenn du ein Plakat in den Kirchenschaukasten hängst, schau, dass der Name Jesus draufsteht. Schau, dass der Name Jesus draufsteht. Er wird sich unterscheiden von allen anderen philosophischen Kaffeekränzchen, Flohmärkten, Pfarrcafés und sonst. Schau, dass der Name Jesus draufsteht. Bin schon auf der letzten Seite, nur die, die die Krise haben, dass der Georg zu lange predigen könnte heute. Es ist schon die letzte Seite. Gebetskreise, pfingstliche Orte. Da geht es meiner Meinung nach um das überzeugendste und erfolgversprechendste Erneuerungsprogramm der Kirche. Ich wiederhole. Gebetskreise, pfingstliche Orte, da geht es meiner Meinung nach um das überzeugendste und erfolgversprechendste Erneuerungsprogramm der Kirche. Und wisst ihr, was das Besondere ist? Das ist nur so ein Sidefenster, was ich jetzt aufmache. Der Hauptauftrag geht an die Laien. Der Hauptauftrag geht an die Laien. Die ganze Kirche auf unserem Kontinent, in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz, wo auch immer, sagt, wir haben keine Berufung mehr. Wir haben keine Berufung mehr. Die Priester werden immer älter, die werden sterben und muss man alles zusammenlegen. Für dieses Erneuerungsprogramm ist ein Auftrag, liebe Leute, vor allem an die Laien, Verantwortung zu übernehmen, Leitung zu übernehmen, im Worship voranzugehen, zu preachen. Und das ist etwas Neues. Bei uns, ich komme so aus dem Halbland, aus Salzburg. Bei uns war es vor einigen Jahrzehnten noch undenkbar, dass ein Laie den Seelenrosenkranz vor dem Begräbnis vorgeben hat. Das muss der Pfarrer machen. Sozusagen, es gab die totale Autorität des Priesters und, wow, lieber Pater Andreas, Pater Darius, alle, ihr wisst selber, wie wir beten, auch um neue Berufungen. Also ihr müsst mich jetzt richtig verstehen, nicht, dass ich hier falsch verstanden werde. Aber es gab eine Zeit, es gab Jahrhunderte, da hat man alles sozusagen der Person des Gottgeweihten übergeben. Der hat den Seelenrosenkranz vorbeten müssen, sonst war es nichts wert. Eine Meierndacht ohne Pfarrer ist nicht gegangen. Es kann ja nicht der Laie eine lauretanische Litanei beten. Es ist gar nicht lang her, die Jüngeren kennen das nicht. Es ist gar nicht lang her. Und das, was der Heilige Geist in diesen Tagen macht, das, worüber wir hier sprechen an diesem Wochenende, das ist eine große Bewegung der Laien. Der Heilige Geist ermutigt, die Laien da anzufangen. Dann holen wir uns die Priester, die noch da sind, holen wir uns und sagen, bitte, was den sakramentalen Teil betrifft, bitte kommt, bitte gebt ihr den eucharistischen Segen, bitte hört ihr die Beichte. Aber ganz viel anderes können wir machen. Wir halten uns an die Spielregeln der Kirche, keine Angst. Und ich würde so gerne, ich bin selber Pastoralassistent, ich würde so gerne vielen Brüdern und Schwestern im pastoralen Dienst zurufen, beginnt pfingstliche Orte zu gründen. Dort könnt ihr alles machen. Viele von euch sehnen sich so danach, leiten zu dürfen, vorn zu stehen. Dort könnt ihr es tun. Viele von euch sehnen sich so danach, preachen zu dürfen, auch Frauen. Dort könnt ihr es tun. Bei uns preachen zum Teil mehr Mädeln als Buben. Viele von euch sehnen sich danach, die Sakramente zu spenden. Ihr könnt kommen, fangt an, für die Kranken zu beten. Nehmt eine Flasche Olivenöl mit, leert das Olivenöl über den Schädel drüber und fangt an, für sie zu beten. Oder wenn da einer tot umfällt und stirbt, geh hin und weck ihn wieder auf von den Toten. Wie der Maxi gestern gesagt hat, zuerst ein und dann sagt, es dürfen alles die Laien machen, da müssen wir nicht gesalbt sein, da müssen wir nicht irgendwas Neues erfinden in der Kirche. Ich möchte nicht zu viel Giftpfeile nach rechts und nach links ausschießen, sondern ich möchte nur sagen, der Heilige Geist hat alles vorbereitet. Der Heilige Geist ist am Wirken in unserer Mitte.
Bist du bereit, das ist meine Frage, bist du bereit, dabei zu sein, bei dieser gewaltigen Challenge mitzuarbeiten, bei diesem großen Traum Gottes, seine Braut wieder aufzuwecken und zu bereiten? Die Kirche ist wie eine ganz alte Frau, die in einem tiefen Schlaf ist, und der Herr beginnt in diesen Tagen, diese alte Frau wieder wach zu küssen. Das erste Wort von Maxi gestern war aus dem Hohenlied der Liebe, und ich schließe sozusagen mit diesem Bild des Hohenliedes der Liebe. Der Bräutigam selber kommt und fängt an, die alte, unter Anführungszeichen alte Braut, wieder wach zu küssen. Und indem er anfängt, sie wach zu küssen, schenkt er ihr diese Jugend wieder. Und wir dürfen da dabei sein. Es kann sehr gut sein, dass der Herr ganz genau dich ruft. Wenn du jetzt da sitzt und in der Tiefe deines Herzens sagst, nicht ich, nicht ich, nicht ich, bitte nicht ich, und du betest so innig, wie du noch nie in deinem Leben gebetet hast, nicht ich. Tausende große Leiter und Propheten in der Geschichte der Kirche und auch des Volkes Israel haben genau dieses Gebet gesprochen. Tausende. Und haben grandiose Dinge sozusagen aufgetischt, damit nicht sie gewählt wurden. Und die Pädagogik Gottes ist, dass er fast immer das Arme erwählt und fast immer das Schwache wählt. Und er liebt es, wenn er durch die Reihen geht, zu denen zu gehen, die zu beten, nicht ich, nicht ich. Deswegen bete dieses Gebet eher nicht, es ist gefährlich. Ehrlich, ehrlich. Ich kenne es, ich habe es auch zu lange gebetet. Ich bete es oft immer noch und jedes Mal erwischt es mich wieder, wenn ich das bete. Hab keine Angst. Fang ganz einfach an. Lieber Chris vom Worship Team, liebes Worship Team, ihr dürft schon kommen. Es kann sein, dass aus dem ganz Kleinen womöglich etwas ganz Großes werden wird. Es kann sein, dass der Herr viele Menschen deines Ortes, deiner Stadt und deiner Region retten möchte. Und ich ermutige dich von Herzen, ihm heute dein Yes zu geben. Warum bist du nach Linz gekommen? Weil du eine Sehnsucht in deinem Herzen hast, sonst wärst du nicht da. Und ich vertraue und ich bin überzeugt und ich weiß, dass der Heilige Geist gestern und heute etwas gemacht hat in deinem Herzen. Und es bringt nur etwas, wenn du spürst, der Herr ruft dich. Es bringt überhaupt nichts, wenn du sagst, die Preaches waren gut, die Predigt war gut, die Messe war schön, die drei Mädeln da im Worship, die gefallen mir so gut, deswegen komme ich halt vor und gib mein Yes. Mach's nicht. Mach's nicht. Aber wenn du spürst, dieses feine Säuseln des Heiligen Geistes. Wenn du spürst, er ruft dich. Und du weißt noch nicht genau wohin, aber er ruft dich. Dann wird dieser Teil, der jetzt kommt, genau der Teil für dich sein. Nämlich das sogenannte Sendungsbad. Ich lade dich ein, dass wir aufstehen. Ich möchte den Chris bitten, dass er uns mit einem Lied jetzt in die Gegenwart des Heiligen Geistes führt. Ich darf den Maxi bitten, auch heraufzukommen. Lade ich ein, wenn ihr das könnt und wollt, eure Hände aufzumachen. Wir sind hier in einem geschützten Raum. Und in deinem Herzen anzufangen zu beten. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist. Ob mit oder ohne Worten, einfach das Innere vor ihm verbeugen, vor der Gegenwart des Heiligen Geistes. Er, der jetzt hier ist, der in dir wohnt, der Atem des Lebens.
There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You are of loves, when my heart becomes free and my shame is out. In your presence, Lord, there's nothing worth. There's nothing worth more that will ever come close. No thing can compare. Stop love.